Hallo, ich bin Eva, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Hof in Oberfranken und ich arbeite ein Jahr lang hier in Cajamarca in Peru als Hörgeräteakustikerin. Ja, also ich bin Jakob Wagner, komme aus Hildesheim bei Hannover, bin 26 Jahre alt, habe vom Beruf her Krankenpfleger gelernt, gearbeitet als Krankenpfleger und jetzt bin ich seit 10 Monaten hier in Ghana. Ich bin Tina, ich bin 26 Jahre, Logopädin und bin für ein Jahr hier an der Garden City Special School in Kumasi in Ghana. Ins Ausland wollte ich schon immer mal für eine längere Zeit auf jeden Fall. Und dann habe ich nach meiner Schule halt eben mit der Ausbildung angefangen und wollte es halt dann am liebsten eben mit das Ausland mit meiner Ausbildung verbinden. Also ich kam so mit den Basics hierher, weil ich halt am Anfang, ich habe ein halbes Jahr zu Hause gelernt, weil ich Spanisch nicht in der Schule hatte. Ist ja auch gerade bei der Arbeit ziemlich wichtig. Aber Pim hat dann so gemeint, poco a poco, sagte hier jeder Peruaner poco a poco, also Stück für Stück, lernst du Spanisch und nach 3 Monaten schaut es ganz anders aus und nach 3 Monaten war es auch wirklich so wie ein Schalter umgelegt. Man fängt an, in Spanisch zu träumen und man denkt dann so, okay, jetzt klappt es langsam. Chela! No, pero me, de verdad, me llamaste? No. Solo era broma. A ver, que entran chicas y chicos. A ver. Henry, ¿cómo escuchas? ¿Cómo escuchas con los dos? Con los dos. ¿Escuchas bien? Es ist auf jeden Fall anders. Man hat eine andere Ausstattung zum Teil auch, andere Audiometriekabinen. Das ist halt hier doch alles sehr viel professorischer. Also es ist viel einfacher. Die Thematik an sich ist natürlich ähnlich. Man passt genauso seine Hörgeräte an und macht genauso seine Audiometrien und fräst seine Ohrstücke. Also von dem her ist es ähnlich, aber es ist auch komplett anders. Mejor en tres, ¿no? Vas a usar los audífonos todos los días, ¿ya? Muy bien. Ah, tú tienes... Bisschen anders als in Deutschland, aber einige grundlegende Sachen sind gleich. Zum Beispiel gibt es hier das, die Patiententrage bzw. den OP-Tisch, wo man ein paar Sachen bewegen kann. Eine relativ neue Anästhesiemaschine haben wir hier, eine Absaugmaschine. Wir haben ein Nahtkabinett, wo dann die entsprechenden Fäden und Nägel gelagert werden. OP-Leuchte, Klimaanlage, also alles eigentlich so ein bisschen wie in Deutschland, nur halt auf einem etwas älteren Standard, als man das in Deutschland jetzt kennt. Im ghanaischen Krankenhaus. Es gibt halt erstmal keine Hausärzte und kein kleineres Versorgungssystem, sondern nur das Krankenhaus. Und dementsprechend geht halt jeder, der irgendwas hat, wenn er ins Krankenhaus geht, dann in ein Krankenhaus, in ein großes. Gibt seine Versichertennummer ab, wird dann von einem Arzt untersucht, kriegt dann, wenn man zum Beispiel nur eine Kleinigkeit hat, so wie Husten oder sowas, dann die Medikamente, so ähnliche wie in Deutschland, meistens ein bisschen billiger, weil sie aus Indien kommen. Verschrieben und geht dann wieder nach Hause. Dauert recht lange, aber stört auch keinen. Also wenn man da 5 Stunden auf eine Hustendiagnose warten muss im Krankenhaus, da ist das halt normal, da beschwert sich keiner. Dann sitzt man halt da 5 Stunden rum, ist okay, kein Problem. Okay.
entwickelt? Ja, ich mache die Sprachtherapie hier an der Garden City Special School und ja, bringe den ganzen Kindern bei, wie sie besser sprechen oder wie sie überhaupt sprechen können und mache mit denen Therapie. Okay. When you hear T, okay, listen. When you hear the ah, then you put a bottle top on this card. Ah. Ah. Very good. Very good. Very good. Hab natürlich auch das fachliche Wissen als Logopädin, was hier ganz viel mit reinspielt in die Therapie und was mich auch sicher macht. Also diese Berufserfahrung macht mich auch in dem, was ich hier tue, einfach sicher. Und ich weiß genau, das funktioniert. Oh. Oh. Okay. Okay. Samuel, now I want you to try something. Try it. Warum? Kann ich eigentlich gar nicht mehr so sagen. Das ist schon so ein langer Wunsch. Ich wollte einfach was anderes sehen, was anderes kennenlernen und auch noch mal in einem anderen Bereich arbeiten. Mir gefällt mein Job in Deutschland total gut, aber ich wollte einfach noch mal woanders die Erfahrungen machen und noch mal was ganz anderes kennenlernen. And then she wants to look whether you are ill. And then she says, open your mouth and say, ah, very good. Die besonders schönen Momente finde ich hier in der Therapie ist, wenn die Kinder einfach wirklich strahlen, wenn ich sie aus der Dining Hall abhole zur Therapie, wenn sie begeistert mitkommen, weil sie wissen, das ist jetzt ihre Zeit und die habe ich nur für sie. Und dann auch hier wieder mit einem Lächeln rausgehen und einfach ja, ganz froh sind, dass sie was Neues geschafft haben. Ich hatte ein Kind, was wirklich hier mal geweint hat, das auf dem Boden zusammengebrochen hat, geweint, weil er so glücklich darüber war, dass er das erste Mal das Schuh hinbekommen hat. Und das sind so Momente, da muss ich auch an mich halten, dass ich nicht mitheule. Also das ist wirklich, ja, das sind die schönen Momente hier. Mittwochs haben wir einen Sporttag und auch Kulturtag, da wird getanzt oder Sport getrieben. Und freitags haben wir unseren Worship-Tag, da machen wir gemeinsam Gottesdienst, trommeln, singen, beten und sind in der Dining Hall zusammen. Am Frongo. Hola, chicos. Also wir wohnen hier auf so einer Art Bauernhof, dem Porongo. Wir sind hier im Moment 5 Freiwillige, sind teilweise von verschiedenen Organisationen und arbeiten auch in verschiedenen Projekten. Also was halt wirklich schön ist, dass man nach der Arbeit wieder zusammenkommt in seine WG und über seine Arbeit diskutiert, lacht und solche Sachen. Und dass man halt auch wirklich so seine Erfahrungen miteinander teilen kann, die man halt macht. Das ist halt vielleicht wirklich, wenn man in einer Gastfamilie wohnt, anders, dass man dann halt eher auf sich alleine mehr gestellt ist. Und das ist halt hier wirklich so ein Zusammenkommen und nochmal zusammen erleben. Also das, halt, das ist wirklich das Schöne dran an der WG und an der Porongo-Familie. Ich wohne hier bei einer Gastfamilie, besteht aus meinem Gastvater, meiner Gastmutter, 5 Geschwister eigentlich, plus ein Extended Family, das ist so eine Art Zusatzkind von woanders. Ich wohne im Compound, das ist in Ghana ganz normal, man wohnt immer in so einem Art Verbundshaus, wenn man nicht gerade ein einzeln stehendes Haus hat, aber das haben halt die wenigsten, nur die ganz Reichen eigentlich. Und im Compound leben, glaube ich, so 40 Leute noch, einzelne Singles, kleine Pärchen und auch andere Familien, wenn man im Hof mit irgendwem Wäsche wäscht, also beziehungsweise wenn man alleine Wäsche wäscht, aber ist immer wer anders denn noch Wäsche wäscht, dann quatscht man halt immer und also ist halt, man lebt zusammen. Man hat sich da ziemlich schnell daran gewöhnt eigentlich und auch zum Beispiel, dass der Strom einfach 2-3 Tage in der Woche meistens nicht da ist, man hat sich daran gewöhnt. Und man kennt das halt, dann ist halt Licht out, Light off heißt das dann hier. Dann hört man einmal, wenn es ausgeht, rundherum über so oh, aus dem ganzen Bezirk hier so, weil das immer dann bezirksweise ausgeschaltet wird. Dann ist halt 3, 4, 5 Stunden kein Strom. Meistens ist es halt abends, dann sitzt man im Dunkeln, quatscht halt noch, geht früh ins Bett, schläft dann. Und dann, wenn es wieder angeht, überall rundherum weiß man, Strom ist wieder an, dann kann man wieder Licht anschalten, alles wieder anschalten, Fernsehen gucken und dann wieder chillen.
Isa ist meine Mitfreiwillige. Wir arbeiten zusammen in der Schule, sie arbeitet in der Klasse und ich arbeite ja als Sprachtherapeutin in der Turnhalle und wir teilen uns eben ja, sehr viel. Sie wohnt in einer anderen Gastfamilie als ich, aber ansonsten sind wir sehr viel zusammen, reden über, ich glaube, über alles mittlerweile, arbeiten zusammen, fahren zusammen weg, machen zusammen Urlaub, also ja, wir machen eigentlich alles zusammen mittlerweile. Okay, we have to do it again, okay? Man hat auch immer einen Ansprechpartner, der eben, ja, der den gleichen Hintergrund hat, der das auch versteht, was man hier fühlt oder was einen vielleicht manchmal belastet, traurig macht oder worüber man sich auch freuen kann. Das kann jemand, der das Gleiche macht in Ghana, kann das halt viel besser als jemand, der von außerhalb kommt, glaube ich. By 5:30, we should have finished everything that we want to do together, and people should start getting into the home. Die Seminare sind auch einfach total gut, wenn man einfach die anderen Freiwilligen trifft und sich mit denen austauschen kann. Wie ist es bei dir? Was hast du gemacht? Einfach unheimlich Mengen Spaß gemacht, mit den anderen Freiwilligen abzuhängen und Sachen zu machen auch da. And thank you, Henry, for your contribution. Alle zusammen, da wo wir am Anfang auch waren. Einfach, das war auch so ein cooler Ort, wo man halt hinkommt, so, ach, hier hat es angefangen. Haben wir ja jedes Mal gesagt, so vor 3 Monaten. Nach 3 Monaten haben wir gesagt, oh, hier hat es angefangen, nach 6 Monaten, oh, hier waren wir, also angefangen haben. Es war so ein cooler Ort, weil man da nach Ghana, in Ghana eingetaucht ist und so angefangen hat. Ziel ist Kulturaustausch. Und durch Kulturaustausch ist es einfach gegeben, dass dadurch der Horizont erweitert wird, dass man dadurch Toleranz bekommt, dass man dadurch ein Stück Verständigung für bestimmte Problematik, was man vielleicht in Deutschland vom Fernseher nicht verstehen könnte. Aber wenn man hier ist, mit den Menschen hier zusammen Erfahrungen sammelt, dann hat man etwas tiefere Verständigung für die Situation. Ja, also mit unserer Prunke-Familie machen wir auch, also wir sind nicht nur zusammen am Arbeiten, sondern wir machen halt auch wirklich in unserer Freizeit Ausflüge in die Umgebung. Am Anfang eben solche Zeltausflüge, Campingausflüge oder halt auch wirklich dann, dass man abends unterwegs ist in der Stadt mit unseren Peruanern dann zum Beispiel auch. Das schon, also auf jeden Fall wird man dadurch, dass man einfach ins Ausland geht und so einen Freiwilligendienst oder sowas nicht in Deutschland macht, natürlich aufgeschlossen Kulturen gegenüber oder sowas. Ja, ein Jahr lang im Ausland sein kann ich jedem empfehlen. Also das ist, macht einen anders auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich mich in dem interkulturellen Austausch schon weiterentwickelt habe. Es hat mir so viel gebracht an Erfahrungen, an Erlebnissen. Es hat mir so viel für mich gebracht. Ich habe so viel über mich gelernt und auch über andere oder auch über das Miteinander mit ganz verschiedenen Menschen. Das würde ich gerne mitnehmen und mit in meinen Alltag integrieren. Du kommst mit Einstellungen, vielleicht mit Erwartungen hierher und trotzdem glaube ich halt, dass man, wenn man wieder zurück nach Deutschland kommt oder in sein eigenes Land kommt, dass sich halt wirklich die Sichtweisen auf Probleme, auf alles, alle möglichen Sachen verändern und dass man vielleicht über die ein oder anderen Sachen vielleicht auch mal ein bisschen mehr nachdenkt, bevor man sich irgendwie ein Urteil bildet oder solche Sachen. Also ich glaube, dadurch, dass man halt vielleicht mal so andere Kontraste entdeckt, hat man, ich denke, andere Blickwinkel auf jeden Fall. Wie ist das? Ist das bien?
Und cómo estás con tus audífonos? Bien. ¿Escuchas? Man hat so total viele Eindrücke und irgendwann bekommt man so ein bisschen so eine Regelmäßigkeit, so ein bisschen Alltag. Aber trotzdem verfliegt es unglaublich schnell. Und ich finde, es verfliegt fast ein bisschen zu schnell. Also wenn man in Deutschland ist, denkt man, boah, 12 Monate, ein Jahr. Und wenn man aber wirklich hier ist, dann kommt man so schnell rein in die Arbeit, in das Projekt hier. Und zack, ist man schon fast wieder in Deutschland. Aber man wächst auch so mit dem Projekt zusammen und es wird dann schon schwer, glaube ich, wieder zu gehen. Ja. Viel zu kurz, ja. Ich kann mir vorstellen, noch ein bisschen länger hier zu bleiben. Ja.